vor 2 Wochen in Köln in der U-Bahn, wirklich ein kleines Kind, einen Sitzplatz angeboten. Die Zecke. Da war ein Behindertensitzplatz. Der guckt mich an und sagt so, möchten Sie sich setzen? Und ich so, nein, ich möchte dir wehtun. Da war es mit den Augenbrauen fertig, guckt mir so ein Gesicht, sagt, oh Herr Flöck, jetzt sehe ich da. Sie haben aber große Poren. Da habe ich gedacht, und Sie haben großen Arsch. So ist das Leben. Das Leben ist kein Ponyhof. Ne? Für ein paar Mal hin und her laufen und macht immer dieses bockige Gesicht, immer dieses 12.000 Euro, Scheiße. Ich hab's überlegt, ganz ehrlich, wie würde ich gucken, wenn man mir 12.000 Euro geben würde, dann würde ich ein paar Mal hin und her laufen. Soll ich euch zeigen? Ich würde ganz anders laufen, ich würde so laufen, so dieses. Und in Köln ist immer eher so die Wiese, so, aber ich muss zur Sparkasse. Gib mal die Jogginghose. Nimm die gute. Ah, auch schön. Kommen Sie aus Köln? Kennen Sie das? Das ist ein Hammer auch so. Hat mich auf dem Bahnhof mal jemand auf Englisch angesprochen und wollte wissen, welche Zug er nehmen muss. Und zufälligerweise wusste ich auch, dass da, wo der hin will, die S-Bahn hinfährt. Und der Weg zur S-Bahn ist ja immer ausgeschildert in diesen großen Schildern mit diesem dicken S drauf. Kennt ihr, ja? In der Ferne hing auch so ein Schild, deswegen habe ich da hingedeutet und gesagt, follow the big S. Na, ich habe es nicht ganz so schnell gemerkt. Ich habe es tatsächlich erst gemerkt, als ich gesehen habe, dass in die Richtung, die ich gezeigt habe, eine ziemlich korpulente Frau. Jetzt muss man sich mal vorstellen, dass der vielleicht zum ersten Mal in Deutschland war und ich war der Erste, den er angesprochen hat. Und genau solche Leute schreiben im Ausland Reiseführer über Deutschland. Ich singe zum Abschluss ein Lied für mein Haustier, meine Schlange. Beim nächsten Nightwatch Club in den Zentralhallen am 27. März sind mit dabei Moderator Sven Hieronymus, Dietmar Bachmann, Evel Feger, Andi Steil und Heino Trussheim.